Ja, herzlich willkommen zu diesem vierten und letzten Vortrag in diesem Dezembermonat 2023. Wir lernen etwas über die Lehren von Meister Linji aus diesem Buch Es gibt nichts zu tun. Und das heutige Thema am vierten Advent und zur gleichen Zeit auch am Heiligabend ist Du hast genug. Und ich denke, das passt sehr gut zu dieser Jahreszeit, wo sehr viel konsumiert wird, das mal zu hören. Du hast genug. Es fehlt dir an nichts. Und in meiner eigenen Kindheit war Weihnachten etwas sehr Besonderes, sowohl zu Hause als auch in der Schule und in der Kirche. Ja, es war ein sehr besonderes Fest. Nicht nur, weil ich christlich aufgewachsen bin, aber auch natürlich auch deswegen war es nochmal extra besonders. Die Kirche war voll, das war nicht immer so, aber zu Weihnachten war die Kirche überfüllt. Und ich denke, für viele von uns war Weihnachten ja eine besondere Zeit, wo auch die Familie sehr eng zusammenkam und dass die Feier wichtiger war als Besinnung oder als Einkehr. Also zurück zu sich zu kommen. Aber ich denke, es kann auch sehr gut zusammengehen. Also wir können feiern, auch auf spirituelle Art und Weise. Und in den Lehren von Meister Linji sehen wir, dass alles schon vorhanden ist. Und im gegenwärtigen Augenblick fehlt uns an nichts. Und auch Buddha oder Jesus oder die Meister, so wie Meister Linji, wir können sie alle in diesem Moment berühren. Sie sind nicht wirklich von uns gegangen. Und wir haben genug Bedingungen, um diesen einen Moment zu einem wunderbaren Moment zu machen, wo wir auch das Kind Jesus oder Buddha berühren können. Denn ja, ihre Form hat sich verändert, sind auch Homo sapiens so wie wir. Ihre Form hat sich verändert. Aber wenn wir tief schauen, dann sehen wir, dass sie die Natur haben von kein Kommen und kein Gehen. Kein Sein und kein Nichtsein. Also das ist die Lehre im Buddhismus. Und obwohl Buddha vor etwa 2500 Jahren geboren wurde und Jesus wurde vor etwa 2000 Jahren geboren, aber sie waren in ihrer Form, in der historischen Form, waren sie ein Homo sapiens, genauso wie du und ich, auch mit zwei Augen, zwei Ohren, mit menschlichen Organen, alles ganz so wie, wie wir auch. Und deswegen die Einladung ist, sie in ihrer neuen Manifestationen wieder zu erkennen, also nicht in Form gefangen zu sein, sondern zu sehen, nein, okay, sie sind auch ein Teil von mir und ich bin ihre Weiterführung. Und so wie Meister Linji sagt, wir können mit ihnen sprechen, wir müssen dafür nirgendwo hinreisen, brauchen kein Handy, kein Smartphone, kein Internet. Wir müssen dafür nur zu uns selbst zurückkehren. Und in dieser Zeit können wir auch an Baby Jesus denken und auch vorstellen, einfach so als Bild, so wie eine Eichel in der Erde gepflanzt wird und zu sehen, also so eine kleine Eichel kann wachsen zu einem sehr starken und sehr alten Eichenbaum. Und mit sehr viel Stabilität und Festigkeit. Und so können wir auch sehen, dass Buddha und auch Jesus zu sehr mächtigen Bäumen herangewachsen sind. Und Jesus und Buddha hatten genug Bedingungen, um ja, zu diesem mächtigen Eichenbaum zu werden. Und die gute Nachricht ist, dass wir das auch können. Und Meister Linji stellte manchmal die Frage, wo ist Jesus jetzt? Wo ist Buddha jetzt? Und
es ist nur, weil dein Vertrauen unreif ist, dass du weiterhin außerhalb dir selbst suchst. Denn Baby Jesus ist genau hier und nicht nur können wir dieses Kindlein berühren, sondern wir können auch mit dem inneren Kind in uns in Kontakt sein. Denn wir wissen, wir sind jetzt auch wie ein Baum und wir wissen auch, dass wir auch als kleiner Same angefangen haben. Aber diese kleine Same ist nicht weg, ist nicht verschwunden, sondern wir können sehen, dass dieser kleine Samen noch immer da ist. Und so ist es bei unserem inneren Kind auch. Wir können sehen, dass es noch immer da ist. Und wir können unser inneres Kind auch einladen, Weihnachten mit uns zu feiern, mit uns da zu sein. Deswegen können wir auch spüren, wie wir wie ein Kind sind. Und auch Jesus hat sein Herz wirklich geöffnet, auch für Kinder, für Prostituierten, also er hatte auch die Weisheit der Nicht-Diskriminierung. Und wir können Weihnachten genießen, also wir müssen nicht dafür sehr viel konsumieren, sondern wir können es genießen, dass da eine leichte und freudvolle, liebevolle Atmosphäre ist. Und ich denke, das ist das Wichtigste, nicht dass wir sehr viel essen, sehr viel trinken, sondern dass wir eine leichte, liebevolle, mitfühlende Energie miteinander in einer familiären Atmosphäre miteinander genießen. Heute möchte ich anfangen mit Abschnitt Nummer 11, Seite 30. Wenn ihr dem Buddha im gegenwärtigen Moment nicht persönlich zu begegnen vermögt, dann werdet ihr für zahllose zukünftige Leben in den drei Bereichen des Samsara wiedergeboren werden, immer auf der Suche nach etwas, das ihr festhalten könnt, um euch behaglich zu fühlen, fortwährend im Bauch einer Kuh oder eines Esels geboren. Also hier spricht Meister Linji auch, wir können Buddha im gegenwärtigen Augenblick persönlich begegnen. Und jeder Ort ist ein Ort des Ankommens. Jeder Ort ist ein Ort, wo wir uns zu Hause fühlen können, denn unser wahres Zuhause ist nicht außerhalb von uns zu finden. Und suche nicht nach dem Buddha, indem du in die Zukunft rennst. Lausche dem Klang der Glocke und komme zurück zum gegenwärtigen Moment und erkenne, dass alles schon da ist. Alles ist für uns da und wir können dem Klang der Glocke können wir lauschen und zu unserem eigenen Körper zurückkehren und erkennen, dass, dass unser eigener Körper ein Wunder ist. Ich atme ein und erkenne meinen Körper. Ich atme aus und entspanne meinen Körper. Also die Botschaft, ich habe genug, finde ich besonders klar in einem meiner Lieblingsgedichte von unserem Lehrer und ich möchte dieses Gedicht möchte ich gerne lesen. Und dieses Gedicht heißt Unser wahres Erbe. Der Kosmos ist voll kostbarer Edelsteine. Heute Morgen möchte ich dir eine Handvoll davon schenken.
Jeder Augenblick deines Lebens ist ein kostbarer Stein, der durch Erde und Himmel, Wasser und Wolken strahlt und alles enthält. Ganz sanft musst du atmen, damit sich die Wunder offenbaren. Auf einmal hörst du die Vögel singen und auch die Kiefern stimmen ein. Du siehst die Blumen erblühen, siehst den blauen Himmel, die weißen Wolken, das Lächeln und den wunderbaren Blick des Menschen, den du liebst. Du, die reichste Person auf Erden, die du herumgeirrt bist und für deinen Lebensunterhalt hast betteln müssen, hör auf, das notleidende Kind zu sein. Komm wieder und fordere dein Erbe ein. Wir sollten unser Glück genießen und es allen anderen schenken. Bewahre diesen Augenblick, lass den Strom von Kummer und Elend los und nimm das Leben ganz in deine Arme. Ja, ich höre dieses Gedicht immer sehr, sehr gerne, denn ich finde, das ist wirklich ein Weckruf, zu erkennen, dass der Kosmos voll kostbare Edelsteine ist und dass jeder Moment wie ein kostbarer Stein ist. Und dieses notleidende Kind stammt aus dem Lotus Sutra und im Lotus Sutra gibt es eine Geschichte und da ist ein Kind und hat das zu Hause schon früh verlassen und war immer unterwegs und bettelte für sein Essen. Also er war sehr, sehr arm, aber er wusste nicht, dass sein Vater sehr, sehr reich geworden war und dass sein Erbe, dass er ein sehr großes Erbe hatte. Also und ohne es zu wissen, er war immer so auf Wanderschaft und ohne es zu wissen, kam er eines Tages am Haus seines Vaters vorbei. Er suchte nach Arbeit. Aber er kannte seinen Vater nicht. Und der Vater, er kannte seinen Sohn sofort. Aber er sah auch, dass es Zeit brauchte. Und deswegen setzte er geschickte Mittel ein. Also er stellte seinen Sohn ein, aber er begann mit einer sehr niedrigen Position. Also wo er auch Vertrauen hatte, dass er das tun konnte. Und langsam gab seinem Vater ihm ein bisschen mehr Verantwortlichkeit. Und also er bestieg, oder er ging die Karriereleiter hoch langsam. Und allmählich bekam er auch mehr Selbstvertrauen und hatte auch das Vertrauen, dass er auch höhere Positionen erreichen konnte. Und schließlich konnte der Vater ihm auch sagen, dass er sein Vater war. Und zu diesem Zeitpunkt war er bereit, so wie es im Gedicht steht, also komm wieder und fordere dein Erbe ein. Er war bereit, das Erbe einzufordern. Und er hatte das Gefühl, auch würdig zu sein. Er hatte keinen Komplex mehr. Und mit Hilfe der Praxis der Achtsamkeit können wir auch diese Leiter erklimmen und das Vertrauen haben, dass wir Buddha, dass wir Jesus sind. Das ist unser Erbe. Das ist ein ganz schönes Erbe. Also es fehlt uns an nichts und wir müssen nicht außerhalb von uns suchen. Vielleicht suchen wir außerhalb von uns auch in Konsum, also wir kaufen einiges, wir beschenken uns gegenseitig. Aber hier in diesem Gedicht können wir auch erkennen, dass es nicht so sehr darum geht, dass wir in der Zukunft etwas werden können, was wir jetzt nicht sind, sondern zu erkennen, dass alles schon da ist und das, was wir werden möchten, dass wir es bereits sind. Wir können unser Erbe jetzt beanspruchen. Eine Tulpe muss nicht warten darauf, eine Tulpe zu werden. Sie ist bereits eine Tulpe. Sie muss auch nicht versuchen, eine Rose zu werden. Und eine Welle muss das Wasser nicht suchen, denn außerhalb der Welle also wonach
musst du suchen. Es gibt nichts zu finden außerhalb von dir, was du nicht, was nicht schon da ist in diesem einen Moment. Also du, die reichste Person auf Erden, die du herumgeirrt bist und für deinen Lebensunterhalt hast betteln müssen, hör auf, das notleidende Kind zu sein. Komm wieder und fordere dein Erbe ein. Und das ist da eine Erinnerung, dass wir so reich sind, aber wir betteln um Krümel von Buddha und Meistern. Komm wieder, fordere dein Erbe ein, indem du diesen Augenblick schätzt und diesen Augenblick zu einem wunderbaren Augenblick machst. Machen wir weiter mit Abschnitt 21, Seite 70. Ein Mönch fragte, was war Bodhidharmas Absicht, als er hierher kam? Der Meister antwortete, wenn er eine Absicht gehabt hätte, so hätte er sich nicht einmal selbst retten, geschweige denn andere zum Ufer des Erwachens führen können. Und das war eine sehr verbreitete Frage. Genauso wie, was ist die Essenz des Buddha Dharma, war es auch eine sehr verbreitete Frage, was wollte Bodhidharma hier? Bodhidharma kam aus Indien, er war ein Ausländer. Und warum ist er nach China gekommen? Und Meister Linji hatte auch auf viele verschiedene Arten und Weisen wieder antworten können. Er hätte zum Beispiel sagen können, hätte ich auch eine gute Antwort gefunden, kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Also das ist nicht deine Sache. Es ist nicht deine Sache, warum Bodhidharma hier nach China gekommen ist. Also das ist seine Sache, ist nicht deine Sache. Und manchmal haben wir Vorstellungen, haben wir Ideen über andere Menschen und wir können einfach diese Frage stellen oder einfach sagen, kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten oder kümmere dich um deine eigene Praxis. Und das kann uns helfen, das Objekt wegzunehmen und zu sagen, okay, warum kümmerst du dich nicht um deine eigenen Sachen? Und es kann uns auch helfen, auf diese Weise uns nicht so zu verirren oder zu spekulieren über die Absichten anderer. Und Meister Linji antwortete auf eine andere Art und Weise. Er antwortete, wenn er eine Absicht gehabt hätte, so hätte er sich nicht einmal selbst retten können. Und also seiner Meinung nach ist ein Buddha oder ein Meister jemand, der frei ist von Projekten. Also der eine Person, die einfach nichts zu tun hat und hat nichts zu tun und hat auch nichts zu erreichen. Und Bodhidharma auch war ein Mensch, der frei war. Er hatte nichts zu tun und er hatte auch nichts zu erreichen. Und wenn er nicht so eine Person gewesen wäre, hätte er sich nicht einmal selbst retten können. Und aber auch mit Absichten, also ist er auch so eine Sache. Also manchmal erzählen wir von unseren wundervollen Absichten. Zum Beispiel auch im Buddhismus oder im Christentum können wir manchmal gerne sagen, okay, ich mache das für den Buddha oder ich mache das für Gott und wir tun das für unseren Lehrer oder wir tun das, was wir machen. Wir haben große Ideale und wir tun das als Geschenk für unseren Lehrer, zum Beispiel für den Buddha. Aber sind wir uns wirklich sicher? Und das ist auch gut, mal zu schauen, ob wir das wirklich so selbstlos machen und ob da nicht wirklich was dahinter steckt. Also ist da nicht wirklich etwas, ein Suchen nach Anerkennung oder ein Suchen nach
Zustimmung, ein Suchen, ja, nach irgendetwas außerhalb von uns. Also so, natürlich ist es nicht immer. Und einer der sechs Paramitas ist Großzügigkeit, ist Dana. Und das tun wir auch nicht wegen Anerkennung. Dana ist ein natürliches Geben. Es ist so auch für uns selbst. Also wir haben Durst und wir trinken einen Schluck Wasser. Und das tun wir, weil wir die Einsicht haben, dass wir miteinander verbunden sind. Zum Beispiel meine Hände tun es ganz natürlich für den ganzen Körper, weil da die Einsicht ist, dass wir miteinander verbunden sind, dass wir eins sind. Es ist ein Körper. Und dasselbe gilt für, also mit der Übung auch zu sehen, dass wir auch unsere Umgebung sind, dass die Mutter auch die Tochter ist oder die Kinder ist, der Vater ist auch die Kinder sind auch die Großeltern. Und dann sehen wir uns als eine Familie oder wir sehen uns als einen Körper und wir tun es sehr natürlich. Wir kümmern uns umeinander auf sehr natürliche Art und Weise. Es ist nicht ein getrenntes Selbst, das einem anderen getrennten Selbst etwas gibt, sondern ja, wir sind uns bewusst, dass wir miteinander verbunden sind. Und ja, das ist eine sehr, sehr tiefe Praxis, um auch die Vorstellungen von einem getrennten Selbst loszulassen. Und machen wir weiter mit Abschnitt 21, Seite 71. Selbst wenn ihr ganz allein auf einem abgelegenen Berggipfel sitzt, nur eine Mahlzeit am Tag zu euch nehmt, die ganze Nacht meditiert, euch nie hinlegt, 12 Stunden am Tag hingebungsvoll üben würdet, schüftet ihr damit nur weiteres Karma. Jemand, der solche Opfergaben darbringt, ist einem Menschen nicht gewachsen, für den es nichts zu tun gibt, und der weiß, wie man einfach und ohne Verwirrung ist. Selbst wenn ein Bodhisattva, der alle 10 Bodhisattva-Stufen erklommen hat, mit ganzem Einsatz nach den Spuren suchte, die jemand hinterlassen hat, für den es nichts zu tun gibt, er würde keine finden. Das ist ein etwas längerer Paragraph. Und Meister Linji spricht weiter über den Geist, das zu tun im Geiste, zu tun im Geiste des Nichtstuns. Und die Praxis geht nicht um harte Arbeit, es geht darum, dass man Leichtigkeit, Entspannung, Freiheit erzeugen kann und dass man ganz natürlich ist. Und ja, wie gerade gesagt, also mit Dana, können auch sagen, etwas zu spenden, ist nicht zwangsläufig ein Zeichen, dass man gut praktiziert. Und das, darüber spricht Meister Linji. Und im Geist, dass wir etwas spenden im Geiste des Nichtstuns. So wie man hat nicht das Gefühl, dass man etwas Besonderes tut. Man tut es ganz natürlich, so wie zu trinken, wenn Durst ist, oder zu essen, wenn man hungrig ist, zu schlafen, wenn man müde ist. Und weil es so natürlich ist, kann sogar ein Bodhisattva, der alle 10 Bodhisattva-Stufen erklommen hat und versucht, nach Spuren zu suchen, er kann es nicht finden, denn es ist so natürlich, jemand, für den es nichts zu tun gibt, hinterlässt keine Spuren, weil es mit so viel Freiheit und so viel Leichtigkeit getan wird. Also hinterlässt er keine Spuren.
Machen wir weiter mit Abschnitt 23. Und in Abschnitt 23 spricht Meister Linji erneut über die fünf schwerwiegendsten Vergehen, also die Eltern umzubringen zum Beispiel, aber auch wie das Töten eines Buddhas. Und Meister Linji lehrt auf Seite 76, so wie ich es sehe, ist die Vorstellung, die wir vom Buddha haben, wie eine Latrinengrube. Das ist etwas drastisch, hä? Die Vorstellung vom Buddha, eine Latrinengrube. Und in diesem Sinne sind Bodhisattvas und Arhats nur Leute, die euch in Ketten legen. Daher gibt es das Phänomen, dass Manjushri den Buddha mit einem Schwert töten wollte. Also ich habe es auch hier ein klein bisschen abgekürzt. Und Manjushri wollte den Buddha mit einem Schwert töten. Das ist auch ist etwas, was wir lesen können im Ratnakuta Sutra. Und der Bodhisattva Manjushri nahm sein Schwert darin, um den Buddha zu töten. Aber der Buddha antwortete, also bevor du mich tötest, solltest du lernen, wie man tötet. Denn wenn Manjushri, wenn er tief schauen würde, also ist auch der Bodhisattva der großen Einsicht, dann würde er sehen, dass der Buddha leer ist von einem getrennten Selbst. Zum Beispiel auch jetzt, wir können sehen, dass der Buddha zwar gestorben ist, auf einer Seite, aber auf der anderen Seite sehen wir, dass der Buddha leer ist von einem getrennten Selbst und dass er in diesem Moment noch immer da ist, dass Jesus noch immer da ist. Also sie sind frei, sie sind nicht wirklich getötet worden, also sie sind nicht wirklich gestorben, denn sie sind frei von einem getrennten Selbst. Und alle Bodhisattvas, die damals anwesend waren und die auch Schuldgefühle hatten für Verbrechen aus der Vergangenheit, die konnten damals, als sie das hörten, konnten sie ein letztes Hindernis überwinden für ihre Befreiung. Und das war, sie konnten die Unwissenheit töten, also die Unwissenheit über ein Selbst. Also sie konnten sehen, dass alles miteinander verbunden ist und dass es nicht wirklich ein Anfang und ein Ende gibt und auch sogar, wenn sie getötet haben, dass es nicht wirklich das Ende ist und dass es kein getrenntes Selbst gibt. Also sie wurden befreit. Und die Vorstellung vom Buddha ist auch ein Hindernis für unsere Befreiung. Und hier wird gesagt, die Vorstellung vom Buddha ist wie eine Latrinengrube. Also das ist nicht etwas Heiliges, etwas, was nur wundervoll ist, sondern das ist, lass es los, ist wie eine Latrinengrube. Möchtest eine Latrinengrube, möchtest du auch nicht mit dir herumtragen. Und Bodhisattvas und Arhats sind Leute, die euch in Ketten legen. Also die Vorstellungen, die ihr davon habt, das kann ein großes Hindernis sein. Und das Gleiche gilt natürlich für die anderen schweren Verbrechen, also nicht nur das Töten eines Buddhas, sondern auch zum Beispiel für unsere Eltern. Also wir können die Vorstellung haben, dass wir voneinander getrennt sind. Aber wenn wir tief schauen, sehen wir, dass wir eine Weiterführung sind und dass unsere Eltern nicht nur außerhalb von uns sind, sondern in uns. Und Thay lehrt uns auch, dass der Feind ist nicht der Mensch. Also manchmal tun wir etwas aus Hass oder aus Feindseligkeit und schließlich ist es auch Unwissenheit. Und wir können auch erkennen, dass ja, der wahre Feind ist nicht der Mensch, sondern Unwissenheit und Hass. Und wir töten,
weil wir die andere Person nicht wirklich gesehen haben. Und das wird in einem anderen Gedicht von Tai deutlich. Und dieses Gedicht heißt Empfehlung. Also ich werde einen Klang der Glocke einladen und ich werde auch den deutschen Text einblenden. Aber ich finde es so ein schönes Lied, was auf Englisch gemacht wurde, dass ich gerne euch gerne das hören lassen möchte. Aber wir hören zuerst mal einen Klang der Glocke. Abschnitt 23 spricht Meister Lindy auch davon, die Sangha der Leiden zu zerstören, also unsere Leiden wie Unwissenheit, wie Gier, wie Hass, Verblendung sind Hindernisse auf unserem Weg des Erwachens und daher ermutigt uns Meister Lindy, die Unkräuter dieses Leidens herauszureißen. Und denn wenn wir
unseren Garten unbeaufsichtigt lassen, dann werden die Unkräuter werden den Garten übernehmen und wir werden sehr arm. Wir werden spirituell, werden wir sehr arm. Denn die guten Samen, eigentlich die kostbaren Edelsteine, die haben keine Chance, sich zu entfalten. Und also deswegen, wir sollen gut für diese guten Samen sorgen. Und es gibt eine Geschichte, die ich gerne noch erzählen möchte, über ein vergangenes Leben des Buddha. Es gibt da viele Geschichten und in einer dieser Geschichten war der Buddha ein sehr fleißiger und talentierter Student und er hoffte, wie viele andere junge Männer, dass er eines Tages Minister werden würde. Und er studierte dafür sehr hart und er wurde auch eingeladen, eine Prüfung in der Hauptstadt zu machen, also dass er vielleicht auch auserwählt wurde vom Kaiser. Und das hatte er gemacht und hatte auch ganz viel Hoffnung. Aber wie groß war die Enttäuschung, als er nicht auserwählt wurde. Und er entschied sich, direkt wieder zurück nach Hause zu kehren, also nicht in der Hauptstadt zu bleiben. Und er ging dabei sehr schnell, er war sehr schnell unterwegs und er wurde auch sehr müde. Und er kam an einem Einsiedler vorbei und da sah er, wie der Einsiedler eine Suppe kochte. Und er war so müde und hatte so viel Hunger. Und dann fragte er, ob er etwas von der Suppe haben konnte. Und der Einsiedler, er war sehr freundlich und er sagte, ja, weißt du siehst sehr müde aus. Die Suppe ist noch nicht fertig, aber du siehst auch sehr müde aus. Warum legst du dich nicht hin und du ruhst dich etwas aus und ich werde dich wecken. Ich werde es dir sagen, wenn die Suppe fertig ist. Und weil der Schüler, der Student so müde war, fiel er sofort in einen sehr tiefen Schlaf. Und er träumte, dass er auserwählt wurde und er wurde Verteidigungsminister und er durfte sogar die schöne Prinzessin heiraten. Er bekam alles, was er wollte, aber es war die Hölle für ihn, denn schließlich war die Arbeit sehr schwierig und seine Beziehung zu der Prinzessin war auch sehr schwierig und er hatte so viele persönliche Probleme, dass er sich nicht gut konzentrieren konnte auf seine Arbeit. Und dabei machte er mehrere Fehler und dadurch verloren sie den Krieg mit einem Nachbarland. Und seine Strafe war die Todesstrafe. Und als er zur Todesstrafe geführt wurde, dann plötzlich wurde er geweckt vom Einsiedler. Und die Suppe war fertig. Und dann war er so glücklich, noch am Leben zu sein. Und als er dann die Suppe aß, dann fiel ihm auf, wie viel Freude und wie viel Friede der Einsiedler hatte. Und er erkannte, dass das sehr viel wichtiger ist, sehr kostbar ist, also diese innere Frieden zu haben. Und dann beschloss er auch, dass er das auch wollte für sein künftiges Leben. Also so viel Leichtigkeit, so viel Freiheit zu haben, dass es sehr viel wichtiger war als seine Vorstellungen von Erfolg. Und diese Vorstellungen vom Erfolg musste er töten, denn diese Vorstellungen von Erfolg waren ein Hindernis für seine Befreiung. Heute möchte ich die tiefe Praxis des Bodhisattva Kshitigarbha vorlesen. Und dieser Bodhisattva geht zu Orten, wo sehr viel Leiden und Dunkelheit ist und geht dorthin ohne Furcht und ohne vom Leiden überwältigt zu werden. Also er hat sehr viel Furchtlosigkeit und
kann in Leiden, an Orten des Leidens präsent sein, ohne davon betroffen zu sein, ohne zu ertrinken im Leiden. Also er hat eine tiefe Einsicht, wie Bodhisattva Manjushri, und auch tiefes Mitgefühl für die, die leiden, so wie Avalokiteshvara. Wir rufen deinen Namen, Xitigaba. Wir haben die feste Absicht zu lernen, so wie du, gegenwärtig zu sein, da, wo Dunkelheit, Leid, Bedrängnis und Verzweiflung herrschen, und so wie du, Licht, Hoffnung, Linderung und Befreiung zu bringen. Wir geloben, jene nicht zu vergessen, die sich in verzweifelter Lage befinden, und wir geloben, alles zu versuchen, um uns mit jenen zu verbinden, die keinen Ausweg aus ihrer verzweifelten Lage finden und die über keinerlei Mittel verfügen, um Hilfe, Gerechtigkeit, Gleichheit und Menschenrechte zu fordern. Wir wissen, dass es überall in der Welt Situationen der Hölle gibt, und wir geloben, uns nicht daran zu beteiligen, noch weitere zu schaffen, sondern stattdessen energisch zu handeln, um solche Situationen abbauen zu helfen. Wir geloben, Stabilität und Ausdauer zu entwickeln, so dass wir die Tugenden der Erde erlangen können, stets treu und hilfreich jenen zu dienen, die uns brauchen. Ja, nun möchte ich gerne noch zwei Lieder mit euch singen, um uns auf der einen Seite daran zu erinnern, dass das reine Land hier und jetzt ist, dass nicht etwas Illusorisches in ferner Zukunft, und dass wir immer mit einem achtsamen Ein- und Ausatmen zu diesem Land zurückkehren können und dass wir nicht nachsuchen müssen, sondern dass es hier ist. Hier ist das reine Land. Das reine Land ist hier. Ich bin etwas erkältet, deswegen ich werde es einblenden, also den deutschen Text, aber ich werde es auf Englisch abspielen. Ich konnte es nicht auf Deutsch finden. Das andere Lied, das letzte Lied, das ich gerne noch, naja, nicht selbst singen möchte, aber auf jeden Fall, was wir vielleicht ja, gemeinsam noch singen können, das ist auch ein Lied, was ich auch sehr gerne singe. Und das ist Ich komme an mit jedem Schritt. Und dieses Lied vermittelt uns auch den Geist der Lehren des Meisters Linji auf sehr klare Art und Weise. Und sei die Person, die keine Eile hat und im gegenwärtigen Augenblick Glück berühren kann. Und auch dieses Lied werden wir dann auf Englisch hören und werden wir auf Deutsch einblenden.
is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do, but not in a hurry. Ja, das halt zum Schluss. Ja, Meister Linji lehrt uns, dass Praxis keine harte Arbeit ist. Und mit Achtsamkeit können wir für uns selbst präsent sein und kümmern wir uns um unser Leiden und kümmern wir uns um die positive Samen in uns. Und Meister Linji verwendete mehrere Methoden, um uns mit der Realität in direktem Kontakt zu bringen. Also manchmal schrie er, manchmal schlug er. Und er lehrt uns, dass wir souverän sein können, wo wir auch immer sind. Also wir können diesem Platz, wo wir gerade sind, zum Sehen als Sitz des Erwachens. Und wir müssen dafür nicht nach irgendetwas außerhalb von uns Ausschau halten, sondern Vertrauen in unserem eigenen Geist haben und in unserer eigenen Fähigkeit zu erwachen. Es gibt nichts zu tun. Wir können eine projektlose Person sein, frei von allen Projekten. Und dann können wir auch ein guter spiritueller Freund sein und vielen Menschen helfen. Und ich hoffe, dass dieser kurze Kurs über die Weisheit von Meister Linji auch dazu beigetragen hat, die positive Samen in uns zu wässern. Und diese positive Samen sind wie kostbare Edelsteine und wir sollten uns gut um sie kümmern. An dieser Stelle frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr 2024.